So, herzlich willkommen. Ich bin Sora Laser und heute Thema Motorscheibenwischergestänge. Und zwar werden wir das heute ausbauen und gegen ein niegelnagelneues tauschen, das wir hier haben. Ist nicht so teuer, kann man günstig erwerben auf eBay und Co. Und ja, ihr müsst erstmal gucken, ob dieses Teil eurem ähnelt. Ich guck das mal eben. Ja, sonst lohnt sich der Ausbau erst gar nicht. Aber das hier sieht sehr gut aus. So, was ist hier kaputt an dem Scheibenwischergestänge bei mir? Bei mir sind diese Gummis. Das sind nämlich nur so Steckmuffen. Bei mir sind diese Gummis ausgeleiert. Und bei Beanspruchung des Scheibenwischers, wenn ein bisschen Druck auftritt, springen diese Gummis raus. Und das Blöde ist, während der Fahrt ist das alles nicht ganz so witzig, weil dann fallen mir nämlich die Scheibenwischer aus und es regnet. Und ja, nicht lustig, sage ich euch. Daher bauen wir jetzt das Scheibenwischergestänge aus. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung wie. Wir machen einfach. Wir machen einfach, wie wir denken. So, also ich mache einfach, wie ich denke. Ihr guckt einfach nur zu. Also als erstes entferne ich mal dieses Plastikteil hier an der Seite. Das sieht mir nämlich störend aus. Ich habe noch so eine Gummilippe, die ist im Kofferraum. Die muss ich mal rausholen. Die muss nämlich hier hin. Die dichtet die Motorhaube ab, dass keine Abgase in den Innenraum gelangen. Ja. Wir schrauben jetzt erstmal das hier ab. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe nämlich null Ahnung. Null. Es gibt nämlich dazu auch mal wieder keine Anleitung im Internet. Und ja. Sehr schön. Das Teil hat mich jetzt, also dieses Scheibenwischergestänge hier hat mich jetzt knapp 20 Euro gekostet bei eBay. Und wenn ihr mal so nach anderen Autos guckt, sind die sauteuer. So, jetzt kann man das eigentlich so rausziehen. Eigentlich. Ja, okay, geht. Cool. was ist das denn? Ist der Filter da einfach nur so reingelegt worden? Der gehört natürlich nach innen. Ja, den holen wir gleich mal da raus. Hier gehört er natürlich nicht rein. So, ich habe keine Ahnung, wie das hier befestigt ist. Ich weiß nur, dass wir hier die Kappen lösen müssen. Und dann kann man das irgendwie angeblich rausklipsen. Gucken wir mal. Also die Kappen gehen schon mal ab. Einfach mit einem Schraubenzieher unterhebeln. Und gut ist. Und dann müssen wir, glaube ich, mit einer 13er Nuss, ja, 13er Nuss, die Scheibenwischer trennen. Oh, Scheiße. Mit ein bisschen, oh, ihr habt nichts gesehen, ne? Mit ein bisschen mehr Gewalt, vorsichtig, das geht ruckartig plötzlich. Gut, ne? Wenn ich so eine Videos mache, wissen später die anderen, wie es geht. So ist es cool. So, Mutter lösen. Mutter, ich glaube, dafür muss ich bei dem einen hier die Haube wieder schließen. Schön, ich habe mir schön die Hand aufgehauen. So, und dann mit ein bisschen ruckeln und huckeln. Geht gar nicht. Ich habe so andere Videos mal angeguckt, andere Tutorials, wie die das machen. Ja, die sind nämlich so konoförmig da so drauf. Und das müssen wir natürlich jetzt wieder runterkriegen. Das Blöde ist, ich habe den Abzieher zu Hause vergessen. Ich müsste jetzt theoretisch nach Hause düsen, den Abzieher noch holen. Aber ich bin hier mitten am Arsch der Welt. Das geht doch nicht. So, ich probiere jetzt mal den Wagen, die Haube zuzumachen. Oder von außen. Oh. Wenn wir dabei schon mal sind, ich habe es jetzt gerade hingekriegt, können wir gleich mal den Scheibenwischer allgemein überprüfen, ob der Arm noch, die Feder noch in Ordnung ist. Die noch spannt. Ist ein bisschen eingerostet, das Ganze. Könnte man auch mal ein bisschen einölen, dass das wieder flüssiger wird und den Scheibenwischer mehr auf die Scheibe drückt. Aber okay, der ging ab.
Probieren wir den anderen, ob der auch so leicht abgeht. Weil nicht, da brauchen wir jetzt einen Axt hierfür. Dann hätte ich ja jetzt ein Problem. Jetzt komm schon. Jetzt. Ja, weil das da so konisch reingeht, wie ihr seht. Und eigentlich wäre ein Abzieher ganz praktisch, aber es geht auch so. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ja, mit sanften, leichten, gewaltlichen Zügen reißt ihr das Ding raus. Das ist da so eingeklemmt zwischen dem Alu und dem Teil. Ich war jetzt sehr, sehr sanft, wie ihr gerade gesehen habt. Und da steckt der Übeltäter. Um den Übeltäter handelt es sich und der knallt mir hier, seht ihr das? Der knallt mir hier immer sofort raus. Bei der leichtesten Anstrengung. Das heißt, Scheibenwinkel verläuft, zack, guckt euch das an. Seht ihr das? Ganz leicht nur, hier mit einem Finger, ganz leicht. Ich wende nicht mal Druck auf. Hier. Das ist doch nicht, das darf nicht passieren. Und wenn wir jetzt mal hier den neuen haben, hier, da geht gar nichts. Wir sehen auch, der neue, da ist die Stange andersrum. Das heißt, hier hat schon mal einer drin rumgefuscht. Die ist nämlich falsch rum. Und vielleicht ist es auch gar nicht der richtige. Ja. Jetzt halten wir den mal kurz ran und das sieht sehr gut aus. Jetzt gibt es einen Tipp, ich ziehe den auf Mittel, so, und schraube den jetzt auseinander und dann werden wir ihn genauso wieder einbauen. Das heißt, genauso mittig auch wieder den Motor anbauen, weil es gibt viele Helden da draußen, die stellen ihn auf Mittelstellung. Ich werde das so nicht machen, ich werde ihn so einbauen und so oft wieder ausbauen und hoffe mir dadurch keine großartigen Probleme. So. Puh. Ja, ich habe eben schon, war ich gerade bei der Autowäsche und habe meinen Wagen gewaschen. Und da bin ich schon ein bisschen mitgenommen. Mitgenommen. Schlaucht doch ganz schön, muss ich sagen. Aber es regnet in letzter Zeit so und Hamburg ist sowieso ganz schön regnerisch. Und da ist mit so einer Autoscheibenwischeranlage nicht zu spaßen. Also das ist kein Witz, Leute. Ich übertreibe da nicht. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir theoretisch auch mal hier kurz so den groben Schmutz rausholen. Weil das landet sonst alles bei uns in den Innenraumfilter. Komm, trocken wie Sau, ey. So, hier ist das Steuergerät von Bosch. So, dann gehen wir wieder rüber und legen los. Also ihr habt ja jetzt grob die Schritte gesehen. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste vorher auch nicht, wie es geht. Ich habe jetzt einfach mal gemacht. Einfach mal machen. Ne? Sieht mir aus, als wäre das hier total dreckig. Hier, guck mal. Das ist auf jeden Fall kein Kleber. Da sollten wir vielleicht einmal mit einem Tuch, bevor wir das wieder ransetzen, rübergehen. Schön, dass ich das jetzt in meine Hand gewischt habe. Wieso warte ich nicht? Idiot! Hände schmutzig machen, bevor man hier an der Arbeit loslegt, ist jetzt nicht so produktiv. So, das ganze Gestell ist ziemlich locker befestigt. Das geht ratzfatz hier. Hier ist ein bisschen knifflige Stelle, aber geht auch zur Not. Haube hier durch die Haube. Oder Haube zumachen kurz. Nicht so schwer machen im Leben, Leute. Ganz leicht hier. Dann mit der Hand rausdrehen die Schraube, euch merken, wo die war. Zack, jetzt kommt die hier, dann kommt die hier, die sind alle locker, die kannst du alle mit der Hand rausdrehen. Brauchst keinen Schlüssel mehr. So, achte darauf, dass ihr die Unterlegscheibe, die damit bei ist, habt. Ich behalte jetzt mal die Reihenfolge der Schrauben im Auge, aber die sehen gleich lang aus, also es ist in dem Sinne egal. Ja, der Gummi muss ja auch gleich wieder ran, ganz wichtig, wie gesagt. Und jetzt das Ganze locker, jetzt müsst ihr aufpassen. Das habe ich mir nämlich von anderen angeguckt. Wenn ihr das jetzt hier so lockern könnt,
Dann ganz vorsichtig, und hier unten ist jetzt ein Kabel. Erstmal drehen vorsichtig und dann hier das Kabel lösen. Nicht, dass ihr das irgendwie rausreißt. Wenn es mal gehen würde bei mir. Dann haben wir hier den Wischermotor, der schon mal bessere Tage, so wie es aussieht, hinter sich hatte. Hier hat jemand das abgeklebt mit Klebeband, okay. Ich habe den jetzt so runtergezogen und genauso, wenn wir das aufmachen, guckt euch das an, dass einfach hier dieses Gelenk, wirkt natürlich zu weit drin, wenn hier ist einfach dieses Gelenk ausgenudelt, seht ihr das? Und diese Gummikappen kann man natürlich nicht nachkaufen, ne? Ansonsten geht der Wagen eigentlich so. Eine ganz schöne Muchbude ist das hier. Ne? Einer hat mir auch geschrieben, hier am Krümmer ist was im Eimer. Das ist richtig. Da ist die eine Schraube abgerissen, der eine Bolzen. Ich mache mir da erstmal momentan keine Gedanken, weil sobald er warm ist, schließt er. Der Gedanke ist sowieso scheiße. Aber sobald er warm ist, schließt er und dann. Also der läuft auch so, aber bei Gelegenheit komme ich vielleicht auf das Angebot nochmal zurück, Kollege. Falls du mir da wirklich helfen kannst, wäre das super. Ein Video drehen wir auch kein Problem. Vielleicht könnten wir dann noch so ein paar Sachen mal beschnacken. Weil der Zahnriemenwechsel, den hat er schon hinter sich, Öl auch. Aber so andere Sachen kontrollieren, wie Bremsflüssigkeit und so würde ich gerne mal. Ne? Und die ganzen anderen Flüssigkeiten, Motorflüssigkeit etc. Und pipapo. Jetzt gucken wir mal kurz, was für eine Schraube das ist. Das ist natürlich eine etwas größere. Das ist eine 13er. Oh ja, oh Alter. Ich habe nur den kleinen Proxenkasten mit und habe gehofft, dass ich nichts Größeres brauche. Oh Scheiße, jetzt geht das hier nicht locker. Och nee. Och nein, das ist ja jetzt kacke. Okay, wir müssen das anders machen. Und zwar so. Ich muss den hier irgendwie blockieren. Aber so, dass ich noch mit der Knarre arbeiten kann. Na komm. So. Nee. Oder ist das ein Linksgewinde? Nee. So. Ja, also geht doch. Zack. So. Da ist sie locker. Guck ich mal, ob ich mir das runterdrehen kann. Ja, geht. So, dass wir die mittig ausbauen. Und auch mittig wieder rausschrauben. Ich mach das alles hier auf der Haube. Ich bin ja wohl ein Schlingel, ne? Sag mir doch, dass ihr nichts seht. Ja, Flughafen hier wieder. Runter damit. Ja, da ist ein Gewinde drin. Hier ist so ein Gewinde drin. Also gerade runterziehen. Okay, das geht erst, wenn wir die Schrauben hier gelöst haben. Dann machen wir das auch mal. Oh Leute, ich bin so im Arsch, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann noch die Scheiße hier danach. Und dann muss ich auch mal gucken, dass es noch hell draußen ist und. Dann die Schrauben lösen. Ja, sorry, ich muss mich voll abstützen. Mein Rücken geht mir wieder voll auf die Eier. So, raus damit. Behaltet bloß die Schrauben im Überblick. Und verliert keine Motorraum etc. Eventuell das Ganze hier auch auf einer Werkbank. Ne? Das, was ich jetzt mache, ist, sagen wir mal, semi-professionell, weil ich jetzt hier keine Werkbank am Start habe. Mist, jetzt komme ich an der einen Schraube nicht ran. Okay, jetzt müssen wir den doch einmal drehen. Scheiße. So. Nein. So, jetzt löse ich das Ganze schon. So, jetzt ziehe ich mir. Ja, okay. Es geht nicht anders. Das muss sogar so abgemacht werden. Ja, Kollege, was ist jetzt los hier? Wir haben hier den gerade abgemacht, warte mal. Muss ich mir das genau angucken, dass wir genau die Zähne auch wieder erwischen. Hier Gestänge kommt mir entgegen. Zack, ab damit. So, was ist da los jetzt? Komm doch runter da, du Bastard.
So, zack, da ist er runter. Jetzt haben wir uns gemerkt, so haben wir ihn abgezogen. Und so müssen wir jetzt das neue Gestell auch draufsetzen. Also es ist ganz wichtig, dass ihr euch das jetzt merkt, wie rum ihr das abgezogen habt, sonst ist euer Scheibenwischer nämlich leicht verstellt. So. Ups. Das alte Pissding weg. Das neue Ding sieht, naja. Jetzt nehmen wir das neue Gestell und setzen erstmal die Schrauben rein, bevor wir das draufsetzen. Ich sage immer so handfest, weil ich habe jetzt gerade keine Newtonzahlen im Kopf, aber so wie ich es locker geschraubt habe ungefähr. So. Und jetzt haben wir den ja so abgezogen, so seitlich, und so müssen wir den jetzt auch wieder draufziehen. Eigentlich ist es jetzt so richtig, man schließt jetzt den Motor an, betätigt einmal die Scheibenwischer, sodass sich der Motor in Nullposition stellt und dann setzt man das rauf, aber ich habe da keinen Bock drauf, ich mache das nämlich jetzt einfach so. Jetzt muss ich nochmal die alte Muchkacke hier nehmen, die war ja hier so drauf und dann muss ich mir den runterziehen, es geht nicht anders, so mittig, so, weil wir den da drauf schrauben müssen, der muss sich da erstmal einfressen. Ah, jetzt weiß ich auch, warum die das so machen. So eine Scheiße. Dann machen wir gleich erstmal im leerlaufenden Betrieb. Gucken, ob das funktioniert. Ja, wieder 13er Nuss, ganz klar. So. Also ich habe das jetzt nach meinem Wissen so festgezogen, wie ich es gerade runtergezogen habe. So, und jetzt ziehen wir das fest. Jetzt dreht er sich hier schon mit wieder. Ja, scheiße, ich habe keine Ahnung, wie weit ich den festziehen kann. Und wie weit sich das Kackding da reinfressen muss. So. So sieht das jetzt aus. Und ich würde sagen, wir schließen den jetzt erstmal an und dann testen wir mal. Ich setze ihn jetzt so grob rein. Das mit diesem Klebebandmuck, ne? Kram hier. Wahnsinn. Ich muss auch gleich noch putzen, ey. Geht er denn jetzt nicht? Nee, so rum. So, zack. Jetzt hier rein. So. Vorsichtshalber mal mit einer Schraube anziehen. Schauen wir mal. Sieht doch gut aus. Ja? Sieht aus, als hätte ich richtig gearbeitet. Niemals nachmachen. Alter Schwede. Okay. Sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Alles schön fest hier. So, jetzt schrauben wir die Kacke noch fest. Aber anscheinend habe ich ihn richtig festgezogen. Weil das schaut nämlich absolut korrekt aus. Gut, ausmachen. Aus ist er. Hat funktioniert bei mir so. Eigentlich macht man das so, Nullstellung, dann schraubt man das drauf und dann fest. Aber ich habe das jetzt so gemacht, weil wir die Scheibenwischer ja auch selber noch positionieren können. Da sind ja auch Riffelungen hier drin. Ne? Hier. Und deswegen dürfte das eigentlich gar kein Ding sein. Fällt mir gerade so ein. Und fasst das Ding nicht eben so dusselig an wie ich, ey. Das tat nämlich richtig weh. So, hier oben kommt er auch hoch. So. Jetzt schrauben wir den unteren nochmal auf. Also locker. Dass das hier alles sich so ein bisschen richtig positionieren kann. So, den handfest. Das Ding hier oben ist ja nervig in der Ecke.
ziehe das so fest, dass die Schraube fest ist. Und dann war es das so, wenn ich in so einen Widerstand merke, weil die sind ja gummigelagert. Und das hat ja wohl einen Sinn, warum die so sind, so gummigelagert sind. So, das Ganze hier sieht gut aus. Jetzt wische ich hier kurz die Lippe sauber, das schneide ich und dann setzen wir das Plastikding wieder rein. So, dann nehme ich mir hier so ein paar Tücher und das einmal kurz so abzuwischen, den ganzen Rotz. Seht ihr das? Oh mein Gott, wie viele Jahre hat sich das da wohl festgesetzt? Jahre. Da stecken ja wohl übelste Jahre hinter. Alter Schwede. So. Und dann nehme ich ein Mikrofasertuch, weil das ja eine Glasscheibe ist, und gehe mit dem Mikrofasertuch nochmal schön über die geputzten Stellen. Seht ihr das? Dann verschwindet bei der Scheibe, da seht ihr das, diese Schlieren. Das funktioniert aber auch nur mit einem Mikrofasertuch oder mit Glasreiniger. So. Das Plastikteil hier eventuell auch einmal längs wischen mit so einem Tuch, so ein Reinigungstuch hier. Da hängt nämlich der ganze Schmodder auch dran. Guckt euch das an. Alter Schwede, meine Fresse. Wie kann man sein Auto nicht, also manchmal frage ich mich echt, ne? Hab den ja jetzt zwar gebraucht gekauft, ist auch so klar. Aber so ein bisschen Pflege kann ja nicht so schwer sein, ey. Und dann ist die Lippe hier auch wieder blitzblank sauber. Und dann kann die auch wieder rein in den Wagen. Und zwar gehört die jetzt hier so reingeklipst, so wie es aussieht. Das muss da so in diese Rille rein. Zack. Dann klipst das hier auch schön überall ein. So. Und hier auch. So. Und dann sitzt die Lippe auch wieder fest. Hier ist diese Lippe, von der ich sprach. Die muss gleich wieder rein. Das Geile ist, ich habe den Wagen gekauft und da lag die Lippe hinten im Reserveradkasten. Und ich habe mich so gewundert, hä, was ist das denn? Ich hatte keine Ahnung, was das für ein Gummiding ist. Hier seht ihr, die ist extra sogar so dick und flauschig. Und hier hat diese Rillen mit dem Widerhaken. Und hier diesen hier dieses Wasserüberschutzgedöns hier. Und das dichtet halt eben hier die Motorhaube mit ab. Und ich habe mich so gewundert, so, was ist das denn? Und guckt mal hier, seht ihr? Und haben die einfach an dem Wagen so rumgefuscht. Ich weiß auch nicht wer, ich will auch keinen die Schuld geben, ist mir auch egal. Aber die haben so rumgefuscht, dass sie nicht mal mehr das Gummi da reingemacht haben. Dadurch können die Abgase hier reinkommen. Hier ist die Innenraumluft. Könnt ihr das überhaupt sehen? Nee, ne? Hier ist die Innenraumluft. Das hier. Weil der Filter ist innen drin. Den muss man innen drin wechseln. Deswegen fand ich es auch lustig, dass einer drauf lag. Die Luft geht hier, zieht hier rein, ne? Anstatt hier von oben zu kommen. Ja, und dann die ganzen Motorgase, deswegen riecht der Wagen von innen dann auch immer nach Motor, wenn man ihn anmacht und die Lüftung anschaltet, dann riecht man Benzin, Öl, Waschwischer, Wasser etc., alles Mögliche. Und das darf eigentlich nicht sein. In einem Auto, egal wie groß, wie klein, wie alt etc., dürfen eigentlich keine Abgase in den Innenraum gelangen. Das wäre so, als würde man sich die Auspuffabgase reinhalten. Das ist tödlich. Und deswegen haben die hier diese Gummilippe. Ja. Aber anscheinend wohl unwichtig für gewisse Leute. Die denken sich aber so, die brauchen wir nicht. Überflüssig. Ja. Also das ist schon echt, weiß ich nicht. Da hört bei mir echt, da hört bei mir der Verständniskragen auf. Ey. So, jetzt frage ich mich nur, wo rum die ran gehört. Gehört die so rum ran? So rum? Weil hier ist noch so ein Schachtding. So viel Kabel und so ein Gedöns. Aber wir machen jetzt erstmal die Klappe wieder ran. Ich habe auch noch nicht viel reingesteckt. Man könnte jetzt denken, so, oh, so viel wie ich jetzt schon dran gemacht habe. Aber so viel ist das gar nicht. Also ehrlich jetzt. So, guck, und hier kommt die Gummilippe jetzt ran. Seht ihr? Die kommt jetzt hier so ran.
Könnte man auch mal mit Silikon oder mit Vaseline einschmieren, damit die nicht brüchig wird. Die kommt jetzt hier wieder rein. So. Kommt jetzt hier schön wieder reingedrückt. So, und wenn wir jetzt gleich die Haube zumachen, dann schließt die genau hier ab. Deswegen wische ich jetzt hier auch nochmal die Haube oben ab. Nochmal schön sauber machen. Ist nämlich auch dreckig wie Sau. Einfach nochmal abwischen das Ganze hier. Also falls bei euch dieser Gummi fehlt, besorgt euch den vom Schrottplatz etc. Ja. So, weil dann braucht man sich nicht wundern, dass die Abgase da reinkommt. Ja. So, und jetzt machen wir die Scheibenwischer drauf. Und zwar so, wie wir sie abgemacht haben. So ungefähr. Ich glaube, das war eine 13er Nuss, oder? Ja. Mit einer 13er Nuss festziehen. Und dann machen wir gleich mal Probegang, Probewaschgang. So. Das sieht gut aus. Kappe sitzt auch. Sehr schön. So, und die andere Seite. Funktioniert jetzt. Ich ziehe die Schrauben jetzt erstmal handfest. Dann testen wir das Ganze gleich nochmal. Ich hatte auch einer gefragt, wieso ich keine Euro 4 Vinette auf der Scheibe habe. Die habe ich noch in den Papieren, ist mir aufgefallen. Die kann ich drauf machen, brauche ich aber in Hamburg nicht. So. Jetzt testen wir den Spaß mal. Vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, der Scheibenwischer hier knallt oben gegen. Der muss also doch einen Tick runter, weil das Klackern dagegen, das ist No-Go. Wischen tun sie geil, also wirklich schirmfrei. So. Testen wir nochmal. Also wirklich schlirmfrei das Ganze. Vorher haben die nämlich Schlirm gezogen. Vorher haben die Scheibenwischer nämlich auch Schlirm gezogen beim Wischen. Und wie man sieht, lag das nicht an den Scheibenwischern, weil die sind nämlich nagelneu von Bosch. Und wie wir sehen, sehen wir ein absolut geiles Bild. Scheibenwischer knallt nicht mehr gegen. Guckt euch das Wischergebnis an. Da ist keine Schliere, nichts. Die Scheibenwischer arbeiten ordentlich und sauber. Da die kleine Ecke ist ja immer, weil die sich hier auseinandertreffen. Aber ansonsten arbeiten die richtig gut. Streifenfrei, richtig geil. Und jetzt brauche ich auch keine Angst mehr haben, wenn es richtig doll regnet, dass ich hier am Arsch bin, wenn ich fahre, dass mir die Scheibenwischeranlage ausfällt. Das ist jetzt vorbei. Gleichzeitig habe ich den Gummi reingesetzt. Somit habe ich jetzt im Innenraum hoffentlich auch keine Benzingerüche mehr, wenn ich die Lüftung anmache. Das war's. Wie tausche ich Scheibenwischeranlage gegen neu, gegen alt? Ich bin's, euer Laser. Schaltet euch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss. Ich werde nie vergessen, wie ich mich so krass in dich verliebt hatte. Kaputte Jeansjacke, dein schwarzer Lidschatten. Ich kann mich erinnern, wie du sagtest, dass du niemals gehst. Ist schon okay, denn später tut mir das nur wieder weh. Und auch wenn du jetzt meinst, dass du dich irgendwann mal